erzähl mal, wo sind wir hier? Jamaika. Nee, ist mal Street zum Logenhaus. Hier ist noch alles aktiv. Das allsehende Auge im Dach. Die vier Säulen für die vier Elemente. Das Bündnis. Mosaik. Da wieder dieses Kreuz. Schon wieder kaputt gemacht. Nee, eigentlich nicht. Erddominanz. Und die Isis, die alte Bitch. Wahrscheinlich sind wir auch mit den Pharaonen verwandt. Wer? Wir. Wir? Ja. Von der Kopfform her könnt ihr das hinhauen. Ja, glaube ich auch. Und da oben ganz modern. Guck mal, da hinten ist auch so eins. Ja, nebendran auch noch. Also halbrunde Fenster da hinten. Daneben wieder so ein Freimaurerdreieck mit Allsehen im Auge. Hammer. Die da sitzen lassen. Eine Spitze aus Gold. Fast. Hat nur für Kupfer gereicht. Nicht im Bilde. Okay. Die fällt trotzdem aus dem Rahmen.
oben der Obelisk. Überall drei. Pyramide in der Tür. Und oben ein komisches Dreieck. Das ist ja sonst gar nichts, ne? Ich glaube, da oben ist noch eins. Müssen wir die andere Seite über der Mauer da? Ah, guck mal, da auch. Alles voll, alles voll. Dominanz. Also in das Auge. Da auch wieder Dreiecke. Säulen. Erddominanz. Vier Säulen wieder. Oben ein keltisches Kreuz. Die Knospe mit einem kleinen Obelisk. Oh, mein Akku ist leer. Dem Mannequin fehlt der Kopf. Gegenüber. Oh,
Oh, die da auf dem Dach haben. Ja, das ist ein normaler Schornstein, ne? Aber da ganz modern wieder. Im Dachgiebel. Schon Hammer. Hakenkreuze. Hier seilt sich eine Spinne auf meiner Kamera ab. Obelisk. Oh Gott. Das ist halt Knospe. Schon Hammer. Müssen wir nach Hause gehen. Vier Säulen, vier Elemente. Freimaurerdreieck. Licht ist ungünstig. Da drüben. Die sieht auch nicht europäisch aus. Ein Obelisk. Und er hat auch so einen Orden da. Den Anker stören. Ja, das ist der jüdische Friedhof in Neustrelitz.
Er hat einen Panzer drauf. Ein Bündnis. Schon krass. Löwenköpfe. Eine Pyramide als Sockel. Nochmal von vorne. Der ist 49 gestorben. Eine kleine Pyramide drauf. Und gegenüber das Theater. Freimaurer Dreieck. Die Sonne ist ungünstig. Mal in den Schatten gehen. Na, die Fratzen. Nicht europäisch. Wortstein. Auch. Und noch die Säulen am Eingang zeigen. Noch ein Kopf. Arzt und Dramatiker. Hier der Eingang zum Tempel. Und am Eingang auch die Sonnenhieroglyphe. Dreimal. Unten drunter auch nochmal. Also sechs Stück. Und Mosaik. An den beiden Seiteneingängen jeweils ein Dreieck. Da auch. Und die Lampe steht auch auf vier Füßen. Einer achteckigen Pyramide. Ja, wieder ein neutrales Haus. Und da der Friedhof.
Sonnenhieroglyphe. Kreuz. 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 Obelisk. Noch mehr Sonnen. Ritterkreuze. Sonnen. Ein Wappen. Da ist auch wieder der Phönix dabei auf der rechten Seite. Wo denn? Na, Löwe. Pferdeschädel oder was das ist, so ein Flügel. Da ist mein Symbol. Das ist eindeutig ein Obelisk. Und die vier Kugeln könnten auch wieder die vier Elemente sein. Und das sieht man auch häufig bei Gebäuden da, das unter diesem Andenken. Das Bündnis mit Lorbeeren. Wie nett. Aufpassen, wenn ich nicht auf den Hund dreht. Ein Wunder, das Teil ist gar nicht viereckig, sondern nur dreieckig. Nochmal da. Rechts Eicheln. Lorbeeren. Auch wieder das Bündnis. Und noch ein Ritterkreuz. Aber das sieht jetzt schon wieder anders aus, ne? Siehst du? Ja. Da ist ein Phönix. Mal herangehen. Ja, der Schatten fällt auch ungünstig gerade. Und da oben ist ein allsehendes Auge dran. Na, jetzt geht's. Da ist der Flügel. Da der Arsch. Und der Kopf fehlt. So ein Grab will ich auch mal haben. Wie die Luise. Herzogin von Mecklenburg-Strelitz, Königin von Preußen. Ich hab's Heizband zu Hause liegen lassen. Da müssen wir schnell ein provisorisches Heizband basteln. Ach du Schande, alles verknittelt, na ist ja kalt. Besser hübsch. Ja,
Und die Bank ist bestimmt auch kein Zufall. Dominanz auf der Pyramide. Bestimmt kein Zufall. Eine Fackel. Bündnis, Lorbeerkrone, eine Frau, die gar nicht dazu passt. Und ein Freimaurertempel mit 4 Säulen. Ein Freimaurerdreieck aus Stoff. Warum sind die alle nackig? Haben keine Sachen. Die hält sogar den Erdball in der Pfote. Freimaurerdach. Oder sowas. Säulen.
Und jetzt nochmal die Sphinxen von der Seite. Löwenkörper, Menschenkopf. Und den Erdball in der Hand. Das ist ja echt geil. Erddominanz. Hinten dran auch nochmal eine Knospe. Und das Gebäude hier vorne. Freimaurer Dreiecke. Erddominanz. Vier Elemente, vier Säulen am Eingang. Dreiecke, ein Erker mit so. Ja, das ist die andere Seite. Da haben wir eine Pyramide. Da auch eine Knospe oder ein Gral. Säule in der Mitte. Die zwei Frauen da. Da oben auch noch mal zwei Frauen. Und der Erker hat genau vier Säulen. Auf der anderen Seite die Kirche. Sonnenhieroglyphe an der Tür.